legte denn die Träume des großen Drachen das Herz dieser Welt. Die Völker des Traums waren in einem riesigen Tal vor den blutrünstigen Orks in Sicherheit. Der Orden der Drachenritter wachte über das Tal. Der Verbündete eines Drachen zu werden, war eine große Ehre. Nur wenigen Rittern wurde dieser Titel verliehen. Eines Tages sollte ein neuer Ritter in den Heiligen Orden aufgenommen werden. Ich, Artus von Erwindil, Drachenfürst und Hüter des Tals, schlage dich hiermit zum Ritter. Erhebe dich, Werner von Wallenroth. Schluss mit der Maskerade. Der Herzog Mahir Karyakant war einer der einflussreichsten Adligen des Tals. Er nannte Werner einen Betrüger, der es nicht verdient habe, den Drachenrittertitel zu tragen. Fürst Artus bürgte für Werners Abstammung. Doch Karyakant kümmerte das nur wenig. Nur ein Drache konnte seinen Verbündeten auswählen. Und der Feuerdrache Marach war seit vielen Jahren verschwunden. Dieser Bauernsohn soll seine Herkunft im Kampf mit wahren Rittern beweisen. Der Junge von Wallenroth nahm die Herausforderung an. Er begab sich auf die Suche nach Marach und schwor, Karyakant zu besiegen. Wir sehen uns beim Turnier der Sieben Lanzen wieder, Bastard. Möge der große Drakon alle Feiglinge vernichten. So musste Werner seine Tapferkeit beweisen. Von der Erfüllung einer noch größeren Aufgabe aber sollte das Schicksal des Tals abhängen. Und so beschloss ich, sein Schicksal etwas zu lenken. Nun, junger Werner, schau mich nicht mit so großen Augen an. Man könnte meinen, du hättest ein Gespenst gesehen. Ich bin der Wächter und Baumeister des Traums und Gast am Tisch des großen Drachen. Ich bin der Großmagier und möchte dir helfen. Beim Turnier der Sieben Lanzen in der Arena von Draconia wirst du gegen Karyakant antreten müssen. Doch ohne den Feuerdrachen wird dein Triumph nicht vollkommen sein. Weit von hier entfernt. Du musst dich noch heute auf den Weg machen, doch du musst noch aus einem anderen Grund nach Draconia. Dort wirst du mehr über die Steintafel der Wallenroths erfahren. Auf ihr ist der uralte Pakt eingeritzt, der Marach mit dem Haus Wallenroth verbindet. Wenn du sie wiederfindest, wird die Macht des Feuerrings erwachen und Marach wird zu dir kommen. Wenn ich das wüsste, hätte ich sie mitgebracht. Aber ich weiß, wer dir helfen kann. Im Tempel bei der Arena von Draconia lebt ein Prophet. Er kennt die Windungen des großen Flusses und kann dir den Weg zur Steintafel weisen. Der Ring ist ein Band, das dich mit Marach verbindet, junger Werner. Er schützt dich vor dem Feuer der Drachen, was beim Krönungsturnier von größter Wichtigkeit ist. In weniger als einem Monat treffen die Drachenritter aufeinander, um einen neuen Fürsten zu krönen. Artus ist des Regierens müde. Marach ist der stärkste Drache. Mit seiner Hilfe kannst du der neue Hüter des Tals werden. Ja, nun gut. Vorher musst du Marach finden.
Er wird dich die Tugend der Bescheidenheit zu lehren wissen. Ich habe andere Verpflichtungen, aber wir werden uns wiedersehen. Für eine solche Reise brauchst du ein schnelleres Reittier. Dringe tief ins Innere des Schlosses vor. Dort findest du alles, was du brauchst, um bereits heute Abend in Draconia zu sein. Viel Glück, Werner. Mögen deine Wege vor flüchtigen Schatten sicher sein. Seid willkommen, gnädiger Herr. Ich bin Sarel, der Stallbursche der himmlischen Höhlen, und stehe euch zu Diensten. Ja, gnädiger Herr, aber Maraach verschwand sofort nach dem Tod eures Vaters. In seiner Höhle ist es kälter als im Schoß einer Hexe. Oh ja, gnädiger Herr, schon bald 30 Jahre. Ich habe euren Vater gut gekannt, er war ein sehr gütiger Mensch. Wunderschön, gnädiger Herr. Und sogar der Drache Maraach, der ja eher einen schwierigen Charakter hatte, wurde sanft wie ein Lamm, wenn Dame Marianne mit ihm sprach.
Nach Draconia sind es mehr als 100 Wegstunden. Das ist zu weit für mich. Um dahin zu kommen, braucht ihr einen Niederdrachen. Sozusagen die kleinen Brüder der Drachen, nur nicht so kräftig. Und sprechen tun sie auch nicht. Ich könnte euch Loplop anbieten. Er ist nicht gerade ein Kampfdrache, aber dafür ist er sehr freundlich. Gewendel, nicht Kavendel. Er ist drüben in der Sattlerei. Das würde ich gern tun, gnädiger Herr, aber ein Drachenritter ohne Waffen ist wie ein Drache ohne Feuer. Lasst euch von meinem Kollegen Gewendel Waffen geben, drüben in der Sattlerei. Um die Ritterausrüstung kümmert sich mein Kollege Gewendel. Ich bin für das Vorratslager und die Niederdrachen zuständig. Och, na alles, was ein gnädiger Herr brauchen könnte. Sachen für die Reise, Vorräte, Geld. Nehmt euch, was ihr wollt. Kann ich euch helfen, gnädiger Herr? Ihr müsst euch eure Waffen aussuchen, Herr. Ich zeige euch den Weg zur Waffenkammer.
gnädiger Herr. Viel Glück und gute Reise! Seid willkommen, gnädiger Herr. Ich bin Sarel, der Stallbursche der Himmel.
Ich mach Loplop für euch fertig. Loplop ist fertig, gnädiger Herr. Wünsche euch eine gute Reise. Halt, mein Junge, nimm diesen Ring des Lebens, bevor du wegfliegst. Das Geschlecht der von Wallenroth hat schon genug Tribut entrichtet. Du musst dich auf das Blut des Träumers besinnen, das in dir fließt. Der Ring des Lebens heilt zwar deine Wunden, aber du musst trotzdem vorsichtig sein, denn er macht nicht unsterblich. Folge dem Weg der Weisheit und der Mäßigung. Mara'ach lebt. Er erwartet dich. Du musst dich beeilen, Werner von Wallenroth, denn dein Schicksal ist mit dem Seinen verbunden. Gute Reise, Werner. Die vier Winde mögen dich begleiten.